Und damit begrüße ich euch hier ganz herzlich zu einem neuen Let's Play, und zwar zu Palia in der Beta, welche am 2.8.2023 für den PC gestartet ist. Nein, noch nicht für die Nintendo Switch, aber das Spiel soll noch dieses Jahr 2023 für die Nintendo Switch erscheinen. So, wir wollen mal reingucken, wie ist die Beta, wie ist das Spiel, was erwartet uns auf der Nintendo Switch. Natürlich werdet ihr nicht die Grafik sehen, die jetzt hier dann wahrscheinlich gleich zur Verfügung steht, aber ihr werdet einen Eindruck vom Spiel erhalten und den versuche ich euch natürlich so gut wie möglich zu vermitteln. Dorfregeln. Sei ein verantwortungsbewusster Nachbar. Wir gehen beim Spielen verantwortungsvoll mit uns und unseren Gefühlen um. Wir nutzen die uns vom Spiel zur Verfügung gestellten Mittel, um die Sicherheit aller einschließlich unserer eigenen zu gewährleisten. Wir schützen unsere persönlichen Daten und fordern andere Spieler nicht auf, ihre Daten weiterzugeben. Sei ein freundlicher Nachbar. Wir begrüßen Vielfalt und lehnen diskriminierende Sprache, diskriminierendes Verhalten und Engstirnigkeit ab. Hand in Hand bauen wir eine freundliche Welt auf. Wir arbeiten zusammen, um eine einladende, tolerante und integrative Gemeinschaft aufrechtzuerhalten. Sei ein hilfsbereiter Nachbar. Jeder Spieler beginnt seine Reise in Palia. Irgendwann einmal als Neuling. Und das ist auch in Ordnung so. Wir arbeiten zusammen, um neuen Spielern zu helfen und sie in Palia und der Spielergemeinschaft willkommen zu heißen. Bin ich mit einverstanden. Now where should I start? Wähle eine Körperform. Wahrscheinlich ist das hier männlich und das ist weiblich. Also hier in so von wegen die Schultern schön nach oben und so weiter, maskulin, und hier halt ein Rock. Und ich hatte recht. Aber wir gucken uns auch einmal für die Damen hier von meinen Zuschauern das Ganze an. Okay. Fortfahren. Ah, hier geht's ins Customizen. Und da können wir dann auch schon mal anfangen. Mit dem Gesicht. Ich könnte jetzt hier natürlich Stunden verbringen und mir den perfekten Charakter raussuchen. So, der Hautton. Die Augen. Eher blau. Der Sprachchat. Juhu. Hey, oh. Oh, no. Ha. Ja, das passt. Ha, das bin ich. Kommen wir zu den Haaren. Wow, das war schnell. So, was haben wir denn hier so für Haare? Also ich denke mal, hier ist auch schon wieder einiges für die Leute dabei. Okay. Hier wird auf vieles geachtet. Ja, das würde so zu mir passen. Ja, ein bisschen. Ella geht schon. Na, das ist. Nee. Das könnte so Straßenköterblond hinkommen. Sekundärfarbe. Damit kann ich das so heller und dunkler machen. Oh, und hier kann man das hier ändern. Okay. Gut. Ja, lassen wir mal so. Was haben wir hier? Gesichtsmaske. Ja, nice. Okay, Oberteile. Das hier würde fast schon dem klassischen Link entgegenwirken. Oder passen. Ja. Grün finde ich jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Und die Hose.
Das sieht doch schon mal gut aus, oder? Ja, was haben wir hier? Haut. Make-up. Brauche ich gar nicht. Ich kann die Augen selber separat nicht anpassen. Na, okay, gut. Nachdem du deinen Charakter erschaffen hast, kannst du Körper, Gesicht, Hauttun, Augenfarbe oder Stimme nicht mehr verändern. Diese Funktion wird erst in einem zukünftigen Spielupdate eingeführt. Vollständiger Name des Charakters. Wähle einen einzigartigen Namen. Hier ist Tro. So. Ich bin der Troplay. Spiele Palier als Troplay. Yep. Time for you to go out into the world. Danke für Fasten, du bist bald zu Hause. Warteschlange 4. Boah. Das war schnell. Visit locations at different times. You will discover new flora and fauna. Also hier scheint es auch so, dass zu unterschiedlichen Zeiten, so stand es ja da, unterschiedliche Sachen wachsen. Ah, Zwischensequenz. Oh, mein Drache. Wieso dein Drache? Bist du einfach aus dem Nichts aufgetaucht? Hier sind unterschiedliche Bedeutungen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Das ist also ein Wassercharakter, so wie ich das hier sehe. Aber er zeigt es mir da. Menschen mit dem Persönlichkeitstyp Wasser sind nachdenklich introspektiv und sensibel. Sie sind zwar sehr intelligent, neigen aber zur Melancholie. Menschen mit dem Persönlichkeitstyp Luft sind gelassen und echte Freigeister. Sie nehmen sich selbst und andere nicht allzu ernst. Menschen mit dem Persönlichkeitstyp Feuer sind freundlich, mutig und schnell zu begeistern. Sie sind die geborenen Anführer. Menschen mit der Persönlichkeitstyp Erde sind stur, praktisch veranlagt und ehrlich, manchmal auch zu ehrlich. Boah, aber das passt alles nicht so ganz so zu mir. Nun, ich bin hier, nicht wahr? Ich bin mir nicht sicher, aber ich bin froh, hier zu sein. Ich habe, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Passt zwar nicht ganz so zu mir, aber... Stimmt, du wirst sicher nicht mehr über deine Situation wissen als ich. Es ist nur so, dass die anderen Menschen es auch nicht wussten, womit ich wieder am Anfang stehe. Andere Menschen? Ja, du bist nicht der erste Mensch, den ich in Palia gesehen habe. Es ist das erste Mal, dass ich in einem riesigen Lichtkokon auftauche. Ja, okay, aber das bin ja ich. Wir sollten langsamer gehen. Warum nimmst du nicht diese Karte und gehst in die Stadt, wo du mit Ashura, dem Gastwirt, sprechen kannst? Er hat andere, wie dir, geholfen, sich einzuleben. Ich würde dir ja selbst helfen, aber ich arbeite hier an etwas. Und ich bin so kurz davor, es herauszufinden. Ich war so überrumpelt, dass ich vergessen habe, mich vorzustellen. Mein Name ist Yina. Ich bin eine angehende Gelehrte und erforsche diese alten Ruinen. Und das hier ist meine Forschungsassistentin, Hekla. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie gerne fragen. Ich muss jetzt wieder an die Arbeit. Oh, you've already left. Navigate the world using WASD keys. Press W to move forward, S to move backward. Also vorwärts W, rückwärts S, A nach links, D nach rechts.
Mit der Maus kann ich mich umsehen. Genau so. Your action bar is full. You can scroll action bar using das Mausrad, okay? Achso, da seht ihr das. Okay. Wow, warum leckt denn das so? Some obstacles can be jumped by pressing space. Press shift to toggle sprint and get a longer jump. Also, okay. Ah, springen drücken. Also mit Shift kann ich da auch noch rennen. Gucken wir mal ganz kurz in die Einstellungen. Was hat er denn hier grafisch eingestellt? Okay. Das ist automatisch festgelegt. Also eigentlich alles super. Gut, das HDR muss jetzt nicht sein, aber dann sind das ein paar Performance-Sachen vom Spiel her. Darf man auch nicht vergessen, Beta ist jetzt gerade erst gestartet. Ja, und... ja, das ist vom Spiel aus, okay. Kann ich hier auch ranzoomen? Drücke die Eingabetaste, um zu chatten. Hallo Asaki. Wo muss ich denn hin? Ah, hier haben wir eine Karte. Also groß ist es jetzt nicht. Aktuell, aber das hat ja noch nichts zu bedeuten. Inventar. Fertigkeitsstufen für die einzelnen Sachen. Quests. Und eben gerade komischerweise eine Fehlermeldung, warum auch immer. Beziehungen zu Yina und Erfolge. Neuigkeiten, Gründerbelohnung. Und was bekomme ich? Bin als allererster Spieler mit einer der ersten. Windmühlendekor. Okay. Also ich kann jetzt hier links lang und ich kann rechts lang. Es wundert mich echt, dass ich jetzt hier keine Map habe, die ich mir oben anzeigen lassen kann. Ich sehe nur Norden, Süden, Osten, Westen. Also hier kann ich schon mal nicht lang. So. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ich hatte das damals schon in einem Livestream zu der Nintendo Direct gesagt. Ich glaube, dass dieses Spiel ein Spiel ist von ehemaligen World of Warcraft-Entwicklern, weil hier so ein gewisser Hauch von World of Warcraft mit drin ist. Wie man vielleicht teilweise auch erkennen mag. Gerade hier, wie das Ganze aufgebaut ist. Gut, jetzt könnte man sagen, das ist aber Standard. Ja, aber man merkt trotzdem hier so einige Aspekte. Kann ich mich verbrennen? Nee, ich habe ja auch gar keine Energieleiste. In der Richtung da oben ist mein Ziel. Wie sieht es hier out of bound aus? Oh. Nice, man kann hier Berge hochklettern. Ja, dass man klettern kann, habe ich ja gerade gesehen. Das ist richtig. Ah, hier noch sehr viele Pop-ups. Die aufploppen. In der Entfernung, das ist... also, ja, hier ist noch performance-technisch einiges zu machen. Dafür, dass es auch noch die Unreal Engine ist, die bei weitem performanter geworden ist, seit vielen Jahren. Und es ist hier verdammt leer.
Oder hat er mich schon längst rausgeschmissen und war das die Fehlermeldung? Ah, ne, da. Seki. In der Richtung hier. Also ihr seht, viele Spieler sind jetzt hier noch nicht unterwegs, weil es wie gesagt gerade erst frisch gestartet ist. Und ja, Chat. Hello there, friend. Herzlich willkommen in Kilima. Das ist sicher ganz überwältigend für dich. Ich bin Ashura, die Gastwirtin im Ormus Horn. Leider ist im Moment kein Zimmer im Gasthaus frei. Moment, die Gastwirtin mit so einer Bartbehaarung? Also, klar, ne, fühlt sich weiblich, ist in Ordnung, wie gesagt, das ist ja akzeptabel, aber es wirkt jetzt hier gerade so ein bisschen fehl im Platz, so von wegen die Übersetzung. Dafür gibt es aber im Nordosten ein paar alte Grundstücke, dort kannst du ein Zelt aufstellen. Wie wär's, Lust auf ein lauschiges Plätzchen in der freien Natur? Ich stehe nicht so auf Zelten, ich bin nur froh, dass ein Platz zum Schlafen zu haben. Nee, es gibt nichts Besseres, als unter Sternen zu schlafen. Ja. Ja, doch, das trifft auf mich zu. Also ich finde, unter Sternen schlafen finde ich richtig schön. Aber ich würde auch sagen, Hauptsache ich habe einen Platz zum Schlafen. Aber das da würde ich jetzt nicht. Also nehmen wir mal das. Der Nachthimmel ist hier wunderschön. Er wird dir bestimmt sehr gefallen. So, mal schauen. Wenn du ein Zelt bauen willst, musst du zuerst ein paar Materialien sammeln. Ich habe hier eine Axt für dich, aber wegen der Hake musst du mit unserem hiesigen Bergarbeiter Hodari sprechen. Du hast Glück, denn er sieht gerade nach den Grundstücken. Nimm einfach den Weg in Richtung Nordosten den Hügel hoch. Hier, ich habe dir die Stelle auf deiner Karte markiert. Und fällt euch gerade mal auf, dass hier extrem der Wind geht und teilweise hier auch Sachen irgendwie durch die Gegend fliegen? Falls du dich verläufst, kannst du gerne hierher zurückkommen. Dann lösen wir dein Problem. Fair travels. Ja, Blätter und so weiter. Ich glaube, das ist ein bisschen falsch, ne? Ganz kleines bisschen. Wohin muss ich denn? Ah, da, in die Richtung. Aber ihr seht es auch hier, wie gesagt, aufploppen. Ich gehe mal wieder ein bisschen zurück. So, und jetzt? Ich weiß gar nicht, kann ich hier irgendwie mit der Maus mal so? Nee. Nee, kann ich nicht. Aber ihr müsst mal... Ich gehe jetzt mal mit dem Kopf. Da, wo jetzt mein Kopf ist. Ich gehe mal ein bisschen so und dann gehe ich mal in die Richtung. Zack, ist die Textur da. Zack, ist die Textur weg. Seht ihr das an dem Busch? Okay. Also hier ist definitiv noch viel Luft nach oben und das dann halt auch mit Performance-Einschränkungen. Und nein, an meinem Rechner kann es definitiv erstmal nicht liegen. Wenn dann an der Optimierung für die Prozessoren oder für die Grafikkarte, ja. Aber nicht am Rechner selber. Die Frage ist, wie wird es für die Switch aussehen? Natürlich jetzt, ich sag mal, nicht so gut. Ja, also hier muss man wahrscheinlich dann schon Abstriche machen. Aber das wird man ja dann noch erfahren. So, ist das hier? Das ist der Bereich, wo wir hin müssen. Talking to me? Es geht voran. Es ist aber noch viel Müll übrig. Oh, hi. Hodari Pavel von Pavel Mining. Was kann ich für Sie tun? Du kannst mir sagen, wie du einen Bizeps bekommen hast? Bin ich hier richtig? Hallo, ich bin Tro. Ja, das wäre jetzt eigentlich so ich in dem Augenblick. Hallo, ich bin Troplay. Schönen guten Tag. Ich wurde von Ashura wegen einer Spitzhacke hergeschickt. So würde ich das machen. Spielername. Okay. Interessanter Name. Ja, Spielername ist ein interessanter Name, richtig. Ich nehme an, Ashura hat dich geschickt. Sie hat mir in letzter Zeit eine Menge Leute geschickt. Naja, das ist der Grund, warum ich diese Campingplätze auf ihre Tauglichkeit hin überprüfe. Ich will nicht, dass ihr alle im Schlamm begraben werdet. Das hier ist eigentlich schon einsatzbereit. Wenn du willst. Es braucht nur noch ein bisschen mehr Arbeit. Wie ich sehe, hast du schon einen Axt. Hier, nimm auch diese Hacke. Es ist immer gut, das richtige Werkzeug für die richtige Aufgabe zu haben. Benutze sie beide, um diesen Schutz zu beseitigen, ja? Mininin hat Hunger bei der Arbeit, also nimm das besser auch. Meine Tochter sagt, dass ich mich gesünder ernähren muss, aber du wirst es besser gebrauchen können. Alright.
Halte R gedrückt, um das Werkzeugrad zu öffnen. Bewege den Mauszeiger über ein Werkzeug und lasse R los, um auszurüsten. Dann mit links abbauen. Halte R gedrückt, um ein anderes Werkzeug zu wechseln. Versuche, Holz aus den nahegelegenen Holzresten zu sammeln. Drücke F, um die vor dir erstellten Gegenstände einzusammeln. Also erstmal jetzt R drücken. Ah, er ist schon dynamisch dran, ne? Also Dynamik ist vorhanden. Ja, halt. Debris. Ja, natürlich genau das Falsche. Bergmeuchel? Feuersteine, Steine. Das ist jetzt ja eigentlich so ein Mischmasch, oder? Es gibt noch viel zu tun, aber es ist ein Anfang. Ich habe dieses seltsame Ding gefunden. Ja? Ich habe eine Menge seltsamer Dinge in deinen Minen gefunden, aber ich bin mir nicht sicher, was das ist. Wer es findet, dem gehört's. Ist ja schließlich dein Grundstück. Ich habe noch andere Grundstücke zu inspizieren, aber es sollte jetzt genug Platz sein, um diesen Arbeitstisch abzustellen. Ich schlage vor, du konzentrierst dich darauf, ein Dach über den Kopf und einen Platz für deine Sachen zu bekommen, bevor du dir Gedanken über glühende Röhren machst. Ciao. Okay. Yep. Select the workbench from the action bar using the numbered hotkey. Mit Q und E drehen und mit links platzieren. Okay. So, wo packe ich denn die Bank mal hin, die Werkbank? Aber ich könnte auch ganz in die... Ach nee, es macht mehr Sinn, hier am Anfang zu bauen, finde ich. So. Craft a wooden storage chest. Also ich soll jetzt eine Holztruhe bauen. Und dafür brauche ich 13 Holz. Und ein provisorisches Zelt. Oh, brauche ich auch noch mehr. Also heißt es jetzt erstmal hier... Holz abbauen. Pflanzenfasern kriege ich da nur. Okay, also hier bekomme ich mein Holz raus. Haben wir noch irgendwo Reste? Da. Immer nicht genügend Holz. Und das sind eigentlich Pflanzenfasern. Davon haben wir genügend. Aber von Holz nicht. Also muss ich den Baum doch fällen. Splintholz. Nehme ich halt jetzt mal einen großen Baum. Muss dein Werkzeug verbessern. Du musst dein Werkzeug verbessern. Übrigens, ihr könnt auch gedrückt halten. Ich habe die ganze Zeit immer einzeln gedrückt, so Diablo-Style-mäßig. Push the button und so, ne? Ah, jetzt haben wir genügend Holz. Aber zuerst mal baue ich jetzt mein provisorisches Zelt. So, dann scrollen wir runter. Ich möchte nur ganz kurz erwähnen, das ist provisorisch. Guckt euch die Größe an. Habe ich also erstmal noch einiges an Holz zu entfernen.
weiß nicht, ob das damit zusammenpassen könnte. Weil wir haben hier einmal was und da einmal was. Deswegen mache ich das jetzt erstmal hier kaputt. Ah, ich sehe gerade was. Okay, so geht das kaputt. Und zwar... Ah. So sehe ich das, okay. Ah. Okay, und H ist... Ah. Guck mal, hier kann ich das ausbauen. Default Slot... New Housing Slots available after Main House. Okay. Baulimit, Genehmigung 0. Ah, das ist schön zu sehen. Das ist schön. Also da haben sie sich auch Gedanken gemacht, muss man ehrlich gestehen. Wenn das so halt zu unübersichtlich ist, dann macht man das halt mit einer großen Übersicht. Die Frage ist, wo will ich jetzt mein Zelt hinstellen? Ich möchte mein Zelt gerne an so eine Ecke stellen. Wahrscheinlich hier eher so. Aber dafür muss ich erstmal alles entfernen. So, was haben wir hier? Dann den Zaun später auch entfernen kann. Ne, das ist wirklich ein fester Zaun, den kann ich nicht entfernen. So, was haben wir dann? Also Holz habe ich auch gleich genügend, glaube ich. Natürlich ein bisschen, ich sag jetzt mal, langwierig das Ganze, das ist richtig. Aber es macht schon mal den ersten guten Eindruck, finde ich, ja. Selbst wenn es jetzt halt performance-technisch, weil es halt eine Beta ist, ich kann es mal wieder nur sagen, noch sehr am Anfang ist, klar, gibt es hier den einen oder anderen Frame-Einbruch. Aber ansonsten, ja, bin ich mal neugierig, wie das auf der, oh, flacker, 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 wie das auf der Switch laufen wird. So, dann gucken wir uns das Ganze jetzt nochmal an. Das sieht eigentlich relativ gut aus. Jetzt kann ich das Zelt platzieren. Und ich kann sogar ranzoomen. Oh, ist das geil. Das geht nicht, das geht nicht, das geht. Ich will jetzt eigentlich ein bisschen mehr in der Mitte haben. Was haben wir hier? Dekor, eine Windmühle. Nee, das mache ich anders. So, da habe ich mein Zelt. Jetzt kann ich noch die Windmühle platzieren. Als Deko. Draußen darf ich sie nicht platzieren. Okay, dann platzieren wir sie jetzt erstmal da. Yay. Damit kann ich nichts machen. Und jetzt noch eine Aufbewahrungskiste. Nein. Genau, das wollte ich haben. Schön. Mein Inventar, wo ich freischalten kann. Moment, kauf in den Tisch, laden eine Tresorkiste. Ich habe hier... Was ist das? Gegrillter Pilz? Ah, okay, es geht dann automatisch hoch, okay. Geht auch Drag and Drop. Gut, wunderbar. So. Und jetzt mit Auni reden. Auni sieht interessant aus. Aber ich würde sagen, mit Auni reden wir dann im nächsten Part. Ich bedanke mich schon mal ganz herzlich fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Und dann sehen wir uns wieder in einer weit, weit entfernten... Galaxie hier bei Palia. Nein, weit, weit entfernte Galaxie oder was anderes. Aber dann sehen wir uns wieder bei Palia. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trohop rein. Tschö, tschö.